Hallöchen und herzlich willkommen hier zurück auf Scaly Fans & Co. mit Tinkerbell. Ja, wir sind hier immer noch bei Resident Clank auf der PS4 und auf dem Planeten Batavia, sieht man ja rechts. Ja, und hier ist mal voll die Bombenbestimmung angesagt, jetzt sieht man gleich, aber ich wollte ganz schnell mal die Kartensammlung, weil ich habe 5 Doppelte, wie ich gesehen habe, ganz kurz, und dann möchte ich noch einen kleinen Planeten fertig machen. Und das mache ich denn. Jo, sehr schön, damit haben wir wieder 5% mehr Holokarten-Abwürfe. So, ja, okay, alles klar, ich habe es aus Versehen zweimal gemanscht. Jo, wir sind hier, ja, wie man sieht, ne, ist hier echt bombenmäßig was los. Ja, mal zusehen, dass wir hier mal aufräumen, dass es vielleicht ein bisschen ruhiger wird hier. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Was ist denn hier los? Du sollst ja nicht auf die Eisen rausspringen. Ja, du auch. Die kriegt man nicht. Das hätte mich schon gewundert, das hätte ich mit dem Kistenbrecher wegkriegen müssen. Da wir ja den Kistenbrecher jetzt haben. So, ist hier noch was? Nope. Ich glaube, wir müssen hier direkt mal da rüberfliegen. Jo, da wartet. Wer wartet denn da? Werden wir ja jetzt sehen. Wieso wartet denn? Was ist das denn? Muss ich jetzt da rüberfliegen direkt? Ja. Okay, dann machen wir das mal. Oh, da ist er ja genau. Ja, es sah so aus, als hier einer rumliegt oder, ja, okay. Okay, da geht's los. Alles klar. Ich glaube, ich werde mal schnell mal so kannst du mal holen. Weil hier ist gleich voll was los hier. Jo, baller mal ab hier, Zirkon. Du machst es echt prima. Vielleicht sollten wir das untersuchen. Das machen wir auch gleich. Ah, warte mal, zum Händler. Ich wollte mal gucken, ob wir uns den Aggressor leisten können. So. Gib mal her hier. 28.000, aber auf jeden Fall können wir den kaufen. Aufrüsten, dann stecke ich auch gleich mal in den Aggressor rein, weil da haben wir schließlich noch nichts. Wirkungsbereich, was ist das hier? Einschlagschaden, kann ich alles gebrauchen. Ja, nein, wirklich. Ist ganz klar. Weiß ich. Okay, da komme ich nicht weiter. Warte mal, nehme ich das hier mal, das hier und dann. Das ist für den Schaden, das ist die Munition. So, okay, das hätte ich auch noch leichter haben können. So, jetzt habe ich 0. Ja, weil es neu muss, braucht natürlich auch ein bisschen was. Brenner hat aber auch sehr wenig. Eieieiei. Also wir haben echt wenig gemacht. Wieso kommt das Bild zu spät? Sind hier eine Verzögerung drin? Okay, ja, ich habe jetzt den Aggressor. Wunderbar. So. Okay. Ja, wir gehen da schon weiter. Dann wird bestimmt ein bisschen mehr los sein. Hier ist eine ganze Menge los. Halt die Luft an, Baby. Mann. Hier knallt und scheppert an allen Ecken und Kanten. Da wissen wir schon einmal, wo hinten und vorne ist. So. Zack, zack. Ja. So. Erstmal ein bisschen aufräumen hier. Wir brauchen wieder ein paar Bowls. Hier haben wir gerade eine Menge ausgegeben wieder. Müssen wir was dazu verdienen, ne? So. Was ist denn hier dich kaputt? Wozu ist ein Kistenbrecher da? Um komischerweise nur zuzugucken anscheinend. So, da ist gleich ein Holopack. Da kann man mal sehen, ne? Ich hab's doch richtig in Erinnerung. Warte mal, muss ich denn gleich hier. Das ist ein runder Kreis hier und warte mal, wenn ich jetzt eine Holopack da haben will, muss ich hier rauf und dann gleich darüber. Ja.
Na okay, weil dann läuft's ja in die andere Richtung. Das ist ein bisschen beschissen. Da muss ich ja wieder rüber. Fragt sie nur wann. Haha. Okay, jetzt habe ich jetzt mal ein bisschen... Oh shit, ich bin getroffen worden. Muss ich jetzt rüber? Ich will ja die Karte, Holo-Karte haben, aber ich weiß nicht, wo die ist. Ja, toll. Ich wollte jetzt gerade gucken, wo die Holo-Karte ist. Mist, wie soll ich denn hier grinden und gucken, wo die Holo-Karte ist? Mir hilft da keiner. Ja, okay. Mal schön daneben geschissen. So. Wir wissen, wie ich an die Holo-Karte rankomme. Aber ich bin auf mich allein gestellt. Ganz allein. Hier sagt keiner ein Wort. Oh Mann. Ich möchte wissen, wie ich an die Holo-Karte rankomme. Ah, super. Jetzt bin ich mal einen anderen Weg geschwommen. Na, da ist sie doch. Oh, toll, ich wollte gerade... Ah, Mann. Ich wollte gerade die Bahn wechseln. Kollege. Oh, shit. Ja, okay, ich habe da gerade nicht hingeguckt, weil ich da irgendwie auf mich selbst gestellt bin hier. Und alles im Auge zu behalten, das ist ein bisschen komisch geworden für mich, weil man kein räumliches Sehen mehr hat. Gut, habe ich schon lange nicht mehr. So, so, wo muss ich da nochmal lang? Nee, ich glaube nicht, ne? Okay, dann hüpfen wir mal hier rüber. Da langs. Okay, ich hoffe mal, dass hier kein goldener Bolt versteckt ist auf der Bahn. So, und springen und springen. Und weg damit. So, weg damit. Und ein Megasprung. Na, das klappt doch wesentlich besser. Und zack. Ja, ja, Moment mal. Ich brauche hier auch Hilfe. Ich weiß gar nicht, wo ich hinschwimme. Da gab es noch eine andere Strecke. Ich weiß gar nicht, ob ich den richtigen Weg hier gerade eingeschlagen bin. Ja, toll. Ich habe aber hier geschlagen. Jetzt weißt du hoffentlich schon. Ja, und gesprungen bin ich auch. Mann, ey, was sind das für komische Knochen hier, ey? So, rüber hier. Rüber hier. Mal eine lange Strecke schon hingelegt und ich bin gesprungen und der hat nichts gemacht. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt entlang muss. Ich hab doch keine Ahnung. Ich habe immer so ein Orientierungssinn-Problem. So, das sieht aber so aus, als ja, ist dieselbe, die wir vorhin gegangen sind. So. Und so. Ja, wenn ich hier endlich mal von der Bahn runterkomme. Genau, weil ich muss hier erstmal noch Bahn-Action bestreiten. So. Ist nämlich auch nicht gerade ganz ohne hier. So, meine Güte, das Ding trifft mich schon wieder, ey. So. Ja, das kann man laut sagen. Das ist richtig heftig. Ich sehe nichts. Okay, ich bin angekommen. Ah, der Infobot. Okay. Bruder auf Pokitaro. Sein Name ist Fel. Wir reden selten, weil er nämlich ein ziemlicher Faulpelz ist. Aber heute früh ist ein Notruf von ihm eingegangen. Er sagt, Greg hat Pokitaro mit diesen Hydro-Ernter-Dingern angegriffen. Die Blag wollen wohl das Wasser ihres Ozeans. Ich wollte die Schutztruppen rufen, aber Captain Quark verwies mich bloß an seinen Agenten. Könntest du bei Gelegenheit mal bei ihm vorbeischauen, ob alles okay ist? Danke, Kleiner. Ich bin stolz auf dich.
Das freut uns, Grimm. Das machen wir natürlich gerne. Wenn wir hier fertig sind, dann können wir das machen. Was, zum Schiff zurückkehren? Müssen wir das sogar? Ja, sieht so aus. Ahahaha. Dann haben wir ja schon mal den Infobot hier. So, dann marschieren wir mal schon mal zum Schiffchen wieder und... Wir müssen in die Stadt und den Schutztruppen helfen, die Sternwache zu schützen. Ja, das ist jetzt hier gerade die Grinding-Action, die ich auch gemacht habe, wie man unschwer nicht erkennen kann. So, okay, dann haben wir da noch so ein kleiner Hupper im Hupper. Ich meinte auf der Karte da, weißt du, da siehst du, da ist ein grauer Fleck da. Ein extra grauer Fleck auf der Karte und hinten neben dem G da auch. Neben dem Götzeton-Händler, da ist auch so ein Hupper zu erkennen, weiß ich, keine Ahnung, was das ist. Auf jeden Fall ist das so eine extra Markierung. Werden wir mal sehen, was das ist, falls ich dann denke. Okay, ich werde gleich mal gucken. Munition habe ich ja keine verbraucht. Nope. Doch. Ich habe einmal Dingsbums gebraucht. Bin ich voll? Okay, ich bin voll. Ja, 60 Einheiten. So, wo ist der Ausgang? Meine Güte. Ja, klasse. Ist doch super. Saubere Arbeit. So, ja, ich will auch. Und zwar... Meine Güte. Okay, ja, ich habe schon lange nichts mehr gemacht. Es ist schon ganz schön beschissen. So. So. Okay. Jetzt habe ich ein paar Treffer kassiert, ne? Ja, ja. Den Befehlszonen kannst du mir bei dir behalten. Ich muss erst mal gucken, wo ja was ist. Außen kannst du selbst die Brücke gehen oder bist du zu faul dafür? So. Kannst fliegen, kannst über alles wegfliegen und dann so eine Maschen hier abziehen. Also. So. Wir gehen erstmal kurz mal in ins Räumchen rein. Der Controller gerade wieder vibriert. Da schießt da jemand auf mich, obwohl ich hier gerade am Hacken bin, oder was? So, das müssen wir so ist gerade. Ich muss erstmal die Sperrdinger wegmachen. So, wartet mal. Erstmal die ganzen Sperrdinger entfernen. Oh Mann, bleibt doch mal bei dem Ring hier. Hallo. So. Das ist auch falsch. So. Der könnte so bleiben, der Ring. Oh Mann, das lass doch mal. So, warte mal. Nee, das ist auch wieder... Nee, doch, warte mal. Jetzt habe ich ja den äußersten... Mann, ich verkacke hier wieder eine Ringe hier. So. Okay, ist auch noch gesperrt, ist auch noch gesperrt, ist auch noch gesperrt. Das ist frei. Nee, aber da oben ist gesperrt. Da ist der äußerste auch gesperrt. Da ist auch gesperrt. Sag mal, was ist das für ein Kaff? Das ist da wieder nicht auszuhalten. Wieso ist der äußerste Ring, den sperre ich immer? Mann, benutze mal den richtigen Knopf. Ja, nein! Ja, nein! Nee, eben nicht, dann ist der oben gesperrt, der links. Gib her. Wenn mal, ich suche, ich gucke, ob ich das hinkriege. Der ist auch gesperrt hier, kann ich vergessen, der ist auch gesperrt. So. Jetzt scheint es richtig zu sein. Okay, weil, nein, nicht weiter drehen. So. Jetzt will ich den nämlich haben. So, der ist gesperrt. Jetzt ist der gesperrt. Ist auf. Warte mal, der könnte. Nee, das ist ja auch gesperrt. Ja. Das ist falsch. So. Das könnte richtig sein. Ja, dann gehe ich mal in den Ring Mitte und dann müssen wir das, glaube ich, haben, oder? Ja. Jawohl!
Ah, ja, ich muss jetzt mal gucken, dass die alle nicht gesperrt sind, ne? Das ist natürlich ein bisschen nervig. So. Aber ich hab's dann auch gebacken gekriegt. Irgendwann später wird's schwerer. Da muss ich wahrscheinlich den abgeben. So. Was haben wir denn hier? Rida. Ja, sehr schön. Das ist doch wahrhaftig cool. Ich dachte, wir haben zwei Holepakete bekommen. Dafür ist er ein bisschen sehr mager gewesen. Sehr mager, muss ich sogar sagen. Fluxgewehr haben wir bekommen. Und natürlich dann ein Rida-Teil. Rida 4 bei Rida 2. Jo, alles klar. Ich habe mich da im letzten Mal schon ausgelassen und was soll das? Wozu hat man einen Kistenbrecher? Das schafft nicht mal einen ganzen Haufen hier wegzumachen. Ich stehe da direkt vom riesen Stapel und dann steht noch die Hälfte da. Jetzt soll mal jemand verstehen, also ich verstehe da nichts mehr. Ja, Mr. Zucker, ich kann dich ja verstehen, aber wir müssen auch ein bisschen was einsammeln, ne? So, Goldbolz, die gehören zum Sammelobjekt. So. Okay, wir gehen jetzt hier, gehen jetzt runter jetzt hier. Ah, ich geh mal da rüber. Die andere Seite. Stimmt, da ist auch noch was. Okay. Yes, so. Was war denn da? Irgendwas hätte gerade geklört. Ja, wer weiß, was das auch war. So, ich glaube, hier ist nichts mehr. So. Wie sieht's hier aus? Ist die Seite clean? Warum springst du hier runter? Weil ich oben fertig bin. Oder erstmal was sie sehen. Ich nicht. So, ich kann genau kicken, da ist nichts mehr. Und da waren nur ein paar Kisten, mehr war da nicht. So, jetzt werden wir mal gucken, dass es hier weitergeht. Du kannst fliegen, auf was wartest du hier? Ey, Mädel, ey. Streng dich mal ein bisschen an, ey. So. Ja, das weiß ich nicht. So, okay. Halt. Ja, dann macht es doch. Spring mal da auf. Ah ja, genau. Dankeschön. Ich habe fast vergessen. So. Ein bisschen Raritanium. So. Das müssen wir natürlich mitnehmen. Schaffst du die Bullkuppel nicht selber zu drehen? Sag mal, denn wollen ja... Okay, alles klar. Jetzt bin ich hier irgendwo gelandet, wo ich nicht landen wollte. So, jetzt sehe ich hier vor lauter Hölle den Wald nicht mehr. So. Wow. Hier geht aber was ab hier. So. Ich glaube, ich kann jetzt mal drehen. Hey. Das hat mich jetzt ein bisschen überrascht. Ich wollte nur rüber. Wo ich hier runter musste. Ja. Ich gucke mich jetzt mal um, ja, falls es genehm ist. Ich mach's einfach, ich frag erst gar nicht. Wie weit kommt's denn noch, ey? Da fragen wir, wer hier die Hosen anhat. So. Kann ich die brauchen? Nö, ist ja vom Jägerwerfer, so wie ich sehe. So. Was willst du denn hier? Wo kommst du denn her? Ich habe die Brücke gerade ausgefahren. Was für ein Shit.
Ja. Ich habe gerade mal mit einem dicken Panzer ein bisschen zu tun. So. Ja, der ist erledigt. Nee, da waren keine Panzer. So, bin ich unten fertig? Nee. So, Weitergehen! Ja, ja. Ich weiß, deswegen bin ich runtergesprungen. So. Die wollte ich ja schließlich haben, ne? So, da können wir glaube ich nicht rauf. Nee. Ist kein natürlicher Lombax-Lebensraum. Lebensraum? Nee, vielleicht nicht. Sehr witzig, ja, genau. Macht aber schließlich Spaß, oder? So. Okay, dann wieder nach oben. Ich hätte ja gleich unten mich richtig umgucken können, ne? Dann hätte man sich einen Weg sparen können. Ja. So, kommt hier noch irgendwas? Ich nehme mal Sukon mit. So. Ja, mir fehlen noch 10 Einheiten. So. Geht hier der Scheiß hier nicht auf? Okay. Brauchen wir wahrscheinlich eine schriftliche Einladung, um da reinzukommen. So. Das, Moment, ich gucke mich mal hier um. Ah, kann man da rüber? Ja, da kann man rüber. Na, halt mal die Beule fest, ey. Wir brauchen aber Bulls. Oder womit soll ich dann Munition kaufen? So. Ey, coole Meile. Ein Guldi. Bist du schon der zweite? So. So. Okay, sehr schön. Ist hier noch mehr? Haben hier noch was versteckt? Nichts versteckt, deswegen hier mal den Rückweg eintreten, ne? So. Ja, dann frage ich mich trotzdem noch, wie es weitergeht. Muss ich da wieder zurück? Ja. Ja, sieht so aus. Ja, okay. Dann müssen wir wohl hier runter. Dann müssen wir wohl über die Brücke. Nein. Weil das geht dann da nicht auf. Nein. Was denn? Muss ich da runter oder was? Man halte mal Schniedel fest. Da. Was? Wieso? Da von unten war ich doch gerade. Nein. Da musst du lang. Ach, okay. Genau, los geht die Action und ich wollte trotzdem wieder getroffen. Wow, wow, wow. Ich sehe ja gar nichts hier. Okay, aber ich glaube... Wow, hallo! Was du willst hier? Ist aber nicht gerade nett, ne? Das weiß ich hoffentlich. Scheiße. Mich hat's erwischt. Das ist nicht nett. So. Der ist weg. Okay, Mompel. Wow, okay. Ja, ich bin angeschlagen, das stimmt. So. Ich bin wirklich angeschlagen. So. Mal gucken, ob wir ein paar Gesundheits... Sag mal, was soll das? Wer schießt denn hier noch? Welche Bratze waren das? Na, warte mal. Für dich habe ich was. Wenn das reichen tut. Der versteckt sich immer. Ja. Du musst suchen. Nicht weiterlaufen. Ja, ich habe es gerade gesehen. Mr. Zucker will vernichten. Mr. Zucker hat dir mitten ins Gesicht.
Oh Mist, der hat mich trotzdem noch erwischt. So, der ist ja weg jetzt. Noch einer? Sieht nicht so aus, sonst würde mir sie nicht so nahe kommen. Reise zum dritten Halabaschring. Partys, Dinnerkreuzfahrten durch den Orbit. Angeblich gibt es dort sogar Kochkurse. Ja, okay. Wie auch immer, wie du meinst. Ja, wir machen jetzt mal kurz eine Pause. Wir haben jetzt ein bisschen die Partlänge erreicht. Ja, es war ja schon ein bisschen explosiv hier. Also, ja, wir sehen uns dann im nächsten Part. Also, schaltet wieder rein. Bis dahin, sagt euer Tinkerbell. Ciao, ciao.